Ja, grüezi miteinander. Rebbergen im tiefen Winterschlaf, so sieht es momentan von außen aus. Aber das Düst, das ist hinter der Kulisse, herrscht rege Betriebsamkeit, vor allem bei den Rebschulen. Dort wird jetzt vorsorglich der Kampf gegen die Reblaus aufgenommen, der grösste Feind der Rebe selber. Und da sehen wir sie übrigens gerade im Bild, 50-fach vergrösserte Reblaus. Bei uns im Studio darf ich begrüssen den Anton Meyer. Sie sind Besitzer von der grössten Rebschule vom Kanton Aargau, die ist in Würlingen, und Sie sind auch gleichzeitig der Präsident vom Verband der Schweizerischen Rebschulisten. Und was hat jetzt das genau auf sich mit dem Kampf gegen die Reblaus, der ja schon seit einiger Zeit ja geführt wird, auf die Art und Weise? Ja, die Reblaus ist ja 1863 vom Erdteil Amerika auf Europa gekommen. Da ist die Reblaus dann an die Wurzel von den Europäerreben und es hat ein Rebensterben angefangen. Bis man dann entdeckt hat, dass ja die Amerikanerreb eben durch die Auslese, durch Jahrmillionen, dass die immun ist gegen die Reblaus, dass man dann die geholt hat und jetzt hier in Europa als Unterlage verwendet. Die Wurzel von den Europäerreben, wenn die Reblaus dran angeht, dann gibt es hier so Geschwulst, wo Bakterien und Pilze die Wurzeln können abtöten können. Und darum ist unser Weinbau absolut heute nicht mehr möglich, ohne die Rebveredelung, ohne das Zweien von den unseren Europäerreben auf die Amerikanerreben. Also unsere europäischen Reben haben alle amerikanische Wurzeln, die resistent sind gegen die Reblaus. Jetzt werfen wir am besten einen Blick in Ihren Betrieb, wie das genau geht, das Veredeln, und Sie würden das bitte kommentieren. Wenn die Unterlagen, wir nennen das Unterlagen, die werden in Frankreich und Italien heute abpflanzt, so werden sie gerade sofort desinfiziert und werden anschließend dann gelagert im Kühlraum bei 1 Grad Temperatur. Anschließend werden sie dann im Verlauf vom Winter oder jetzt verschnitten zu 30 cm langen Stäckchen. Unten ist ein Knoten, damit es dann dort gut Wurzeln geben kann. Die an diesen Unterlagen, an diesen Amerikaner eben, wenn man natürlich keine Trieb, und darum werden die Augen von diesen Amerikaner eben geblendet und ausgeschnitten, damit wir keinen Trieb haben. Also, dass dort kein Ästchen herauswachsen kann. Unsere Europäer eben werden dann aus... Da sehen wir nochmals das Auge geblendet, dann hier sehen wir die Ruten von unseren Europäerreben, wo hier Äugli um Äugli geschnitten werden, in die Säcke hier. Auch die werden anschließend dann desinfiziert. Wir tun die gerade schön kalibrieren in mittlere, dicke und dünne, damit es dann haargenau nachher zusammenpasst. Und hier sehen wir bereits die maschinelle Veredelung. Früher hat man das von Hand gemacht, durch ein kleines Maschinchen, wo dann der Omega-Schnitt ausstanzen wird. Es geht natürlich viel schneller und mit weniger Mühe als früher die Hanfveredelung. Hier sehen wir jetzt im Detail, wie die schön durch die Maschine selber ineinander geschoben werden. Das ist hier von Hand und hebt sehr gut. Mit dieser Maschine haben wir einen guten Erfolg. Anschließend werden die Veredelungen dann getaucht im Wachs, 70-gradiges Wachs, damit die Veredelungsstelle vor Austrocknen und auch vor Pilz geschützt ist. Die Veredelungen, es hat ja noch keine Wurzeln und nichts dran, die werden dann in Kisten ins feuchte Torf eingepackt und müssen dann hier in diesen Kisten warten, bis die Zeit vom Vortreiben kommt. Feucht gehalten, damit ja nicht austrocknet, und kühl, damit sie nicht anfangen zu treiben. Hier sehen wir so eine ganze Palette voll dieser Veredelungen. Es gehen etwa 4'000 in so eine Kiste rein. Und jetzt sehen wir bereits, da haben wir jetzt bis hierher passiert es jetzt. Das, was wir jetzt sehen, ist dann ab April, wenn wir vortreiben, dann die beiden Partner,
Amerikaner und Europäer eben nehmen bei uns die in der Natur nicht an. Wir haben zu kühl und darum müssen wir das in einem Vortreibraum machen, wo wir ungefähr 30 Grad Temperatur haben. Hier sehen wir bereits vortriebene Reben und sehen den schönen Wundkallus, wo wir hier sehen, wo sich die beiden Partner angenommen haben. Man nennt das Kallus, ist also ein Wundgewebe, wo sich die beiden Partner annehmen. Hier sehen wir dann das Feld im Sommer, wo die Reben gewachsen sind. Die werden dann im Herbst ausgetan und werden vorbereitet für den Verkauf. Und hier sehen wir bereits so ein Räbli, das beim Rebbauer pflanzt, anfängt zu treiben am nächsten Frühling. Ja, und so wie wir das auf dem Tisch haben, so werden sie auch verkauft, der Rebbauer. Wie viel pro Jahr von diesen stellen sie überhaupt her, Herr Meier? Ja, wir machen ungefähr 500.000 pro Jahr. Natürlich wächst nicht alles, das ist klar. Aber immerhin gibt es eine ansehnliche Quantität. So viel müssen Sie ja machen, weil, wenn ich richtig orientiert bin, alle 25 Jahre der Rebstock wieder ersetzt werden muss. Ja, und wenn man sich vorstellt, wie viel das es in der Schweiz braucht, so haben wir doch ungefähr in der Schweiz rechnen wir mit 100 Millionen bis 120 Millionen Reben. Und wenn wir die alle 25 Jahre erneuern wollen, so braucht es doch pro Jahr ungefähr 4,5 Millionen Reben. Herr Meier, danke Ihnen vielmals für die Informationen. Bitte. Es ist ja eine Ehrenrettung für die Reblaus jetzt am Platz, weil nur dank der Reblaus ist man überhaupt zu so einer Veredelung gekommen und in dem Moment auch zu einer besseren Qualität von der Reben und vom Wein. Und jetzt kommen wir zum Computerspiel. So, langer Gang durchs Studio. Da sitzt neben mir der Italo. Jawohl. Was man halb denkt, es stehen immer zwei Namen da, die kann man nicht auswählen, aber so im Aussehen an, den muss ich noch da meinen Kopfhörer suchen. Du kommst von, oder sie, muss ich sie sagen? Ja, nein, sie können sagen, sie sind. Wie ich will. Du kommst von? Basel. Basel, ja. Jawohl. Man hört, sie haben sich auf Zürich getraut mit ihren Kollegen zusammen. Berufswahlschule. Berufswahlschule, ja. Ja. Bist du bereit zum Computerspiel? Mhm. Gut, dann ist am Telefon jetzt in dem Fall der Jörg. Jörg, bist du da? Ja. Hörst du mich gut? Wie? Hörst du mich gut, ja? Ja. woher kommst du, Jörg? Von Altnachdorf, Innerschweiz. Innerschweiz. Wie alt bist du? 14. Gehst du noch in die Schule in dem Fall? Ja. Und der Italo spielt waagerecht und fängt an und los geht's. BF. FJ. FG. JN. NR. EI. CG. IJ. GK. KJ. KJ. Jörg, glaubst du, hast es. Jawohl, Jörg hat gewonnen. Die Hei jubelt im Studio, ist es ein Applaus wert. Auch wenn ein bisschen Enttäuschung da ist. Gut. Jörg, das gibt 100 Franken in die Innerschweiz. Italo, danke, dass du mitgespielt hast. Vielleicht machst du auch mal per Telefon mit. Ja. Gut. Und wir machen jetzt einen Besuch im Zürcher Zoo. Was Sie hier gerade sehen, das ist ganz aktuell für den Zürcher Zoo. Seit dem Januar kann man sie dort sehen, nämlich mongolische Wölfe. Und bei uns im Studio darf ich begrüßen den Ingo Rieger. Sie sind Zoolog und Zoolehrer. Das heisst, als Zoolehrer erklären Sie vorwiegend Schulen und Schulklassen,
größere Gruppe, das Verhalten von den Tieren anhand von Beispielen, die sie ja im Zoo haben. Mongolenwölfe haben wir gesagt, das wollte ich fragen, kommen die direkt aus der Mongolei? Die direkt nicht, das sind Jungtiere von mongolischen Wildfang, also den Tieren, die man in der Mongolei gefangen hat. Die auf Amerika gekommen sind, dort Junge produziert haben und die sind dann zu uns gekommen. Und jetzt lade ich Sie ein, als Zoolehrer tätig zu sein und unseren Zuschauern anhand von dem Film, den wir hier dreht, das Verhalten zu erklären von diesen Wölfen. Sie wissen, dass Wölfe in Gruppen leben. Wir haben jetzt die vier Wölfe, die zeigen, wie so ein Wolfsrudel zusammenlebt, was da für Signale laufen, um das Zusammenleben zu steuern. Wir haben im Moment eine kleine Auseinandersetzung. Das eine Tier ist aufs andere gelaufen, hat geschwänzelt, dieses hat den Schwanz eingezogen, jetzt ein Knurren. Ein Besitznehmen vom Fleisch, Zähne fletschen, Knurren dazu, die Ohren hinterher legen. Nochmal dasselbe, der andere wollte das Fleisch klauen. Und der Sieger, der Ranghöchste, hat das Fleisch verteidigt. Wichtig, wenn man das Verhalten von Wölfen beispielsweise jetzt anschauen will, ist, dass man sich vor allem auf die Schwanzhaltung konzentriert. Das ist ein ganz wichtiges Signal, der Schwanz. Weiter wichtig Ohren, Schnauze, Zähnstellung. Und die Lautäußerung, die Wölfe machen untereinander. Wir haben ja gerade vorher ein Knurren gehört. Zum Fressen, das wir jetzt hier sehen, typisch für alle Hundeartigen, dass mit den Pfoten den Fleischmocken heben, ansperzen und so das Fleisch jetzt wieder ansperzen, das Fleisch verzehren. Dann Hunde tun grössere Möcken, also auch die Wölfe grössere Futterbrücken, vor allem mit den Backenzähnen, den sogenannten Reisszähnen, die eben die Zähne hinten sind im Kiefer, verschneiden und in kleine Portionen, möglichst kleine Portionen verschneiden und abschlingen. Da unten läuft ein Wolf, das ist der zweitpositionierte in der Rangordnung, zu einem Stück Fleisch, gehört ihm. Er lässt es liegen, aber etwas, was nicht passieren kann, ist, dass das Tier dann auch auf grössere Distanz ein Fleischmocken quasi in seinem Besitz hat. Jetzt ist ein anderer angegangen zu dem Fleisch und der geht den wegtreiben. Schwanz auf, zeigt, dass er ranghoch ist. Der, der wegtrieben ist, zieht den Schwanz ein zwischen den Beinen. Es spielt also ganz offensichtlich klare Signale. Da hat jetzt das Weibli, das vorher den Schwanz zwischen den Beinen sogar kurz geschwänzelt, will freundlich sein. Das ist ein Weibli und ein Rüde, also ein Männchen, der Rüde tut jetzt harnen in der rüdentypischen Haltung, so wie unsere Hunde das Bein lupfen an einem Strassenpfahl. Rüde und Weibli haben einen guten Kontakt zueinander. Da hat's, weil die Rangordnungen unter den Männchen einerseits und andererseits unter den Weibli sind. Die Weibli untereinander haben eine ganz klare, strikte Ordnung. Die an sich jungen Tiere, die wir haben eine heftige Auseinandersetzung. Und das fordere Tier, das unterlegene Weibli, muss am Überlegen klar ausweichen, wenn es Auseinandersetzungen sind. Jetzt wieder da kurz Fleisch wegjagen, aber nicht sehr ernst. Das geht ja zwischen Rüde und Weibli. Auch hier wieder Schwanzhaltung anschauen. Das zweite Weibli ist der Rang höher anläuft. Die Schwanzhaltung vom höheren Weibli aufstellen und Schwanzbasis gerade vom Körper weg, sodass der Schwanz, wenn er hängt, nicht direkt am Körper nachhängt, sondern deutlich sichtbar ist. Wieder die typische Schwanzhaltung vom ranghöhen Weibli, ein Angriff und mit dem Hinterkörper rüppeln, etwas, was der Ranghöhe macht. Da wird etwas wieder weggedreht und eine Reaktion, die typisch ist auf etwas, das schmeckt, das Imprägnieren, auf den Gegenstand, auf die schmeckende Stelle anliegen und Halsseite, Rücken einribbeln. Man sieht auch, die anderen Wölfe sehen das Imprägnierverhalten, laufen darauf an, schmecken am Boden, wo sie jetzt nach dem Gegenstand schmeckt, wollen eigentlich auch darauf gehen. Das wird dann aber von dem imprägnierenden Tier, von dem sich wälzenden Tier, nicht zugelassen. Der zweite kommt hin, hat es offensichtlich gesehen und will da schauen, was los ist, will die auch imprägnieren. Ja, Sie haben uns jetzt sehr schön, danke vielmals, das erklärt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das sind Wölfe, die auch schon in Gefangenschaft geboren sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie weit tut sich das nicht unterscheiden, das Verhaltensmuster von einem Tier in Gefangenschaft, von dem, wie es dann in der freien Wildnis vorkommt?
Also was wir jetzt hier gesehen haben, an einzelnen Verhaltenselementen, Zähne zeigen, Knurren, das imprägnieren gerade am Schluss, wie man Fleisch frisst. Die einzelnen Elemente, die sind vom Wolf im Zoo gleich wie beim Wolf in Freiheit. Aber was im Zoo unter anderem anders kann sein, ist, das ganze Jagdverhalten fällt weg, wir geben das Futter rein, das ganze sich schützen vor potenziellen Feinden, irgend grössere Bären, Tiger usw. fällt auch weg, gibt es nicht. Und was zudem anders ist, was von der Zooleitung beispielsweise verändert werden kann, man könnte mehr oder weniger Wölfe zusammen haben, als das im Freileben ist. Und das ist vor allem bei einzelgängerischen Tieren, ist das etwa möglich, dass man im Zoo ganze Gruppen halten kann, wo vielleicht das Jungtier miteinander aufwachsen und gut miteinander funktionieren, obwohl die Tierart an sich freilebend einzelgängerisch wäre. Und die Wölfe, die sind ja auch noch menschenzahm oder werden es langsam? Also, ja. Sie werden es langsam sehen, also, vor allem das Alpha-Weiblich und einen guten Kontakt über zum Tierpfleger, hat man gerade vor kurzem gesagt. Danke Ihnen vielmals für die interessanten Informationen. Also wenn Sie nächstens in Zürcher Zoo gehen, dann wissen Sie jetzt schon mehr anzufangen mit diesen Wölfen nach diesen interessanten Ausführungen. Merci vielmals. Seit Mitte Februar ist im Zürcher Hechtplatztheater eine deutsche Erstaufführung zu sehen, die amerikanische Päpstin, geschrieben hat das Stück Esther Villa, Regie Leopold Lindberg, in der Rolle von der Päpstin einen anderthalbstündigen, grossartigen Soloauftritt Maria Becker. Schauen Sie einen kurzen Ausschnitt. Habemus Papessa. Ja, sehen Sie mich an. Eine Frau. Eine Frau auf dem Thron des Papstes. Zum ersten Mal eine Frau. Diese Frisur hat nichts zu bedeuten. Auch Jesus Christus hatte lange Haare und er war ein Mann. Doch hier zwei Brüste, um Kinder zu nähren, unter diesem Rock Eileiter, Eierstöcke, Gebärmutter, alles ungenutzt. Ein überflüssiges Geschenk, könnte man meinen, doch alles vorhanden. So bestätigt in einem medizinischen Gutachten vom 3. Februar des Jahres 2014 und auf meinen Wunsch heute am Tage meines Amtsantritts in den Zeitungen veröffentlicht. Warum? Damit nie, nie auch nur der geringste Zweifel entsteht, dass ich wirklich und wahrhaftig eine Frau bin. Ja, meine Brüder, auf diesem Stuhl, auf dem seit 2000 Jahren Männer und immer wieder Männer saßen, auf dem Stuhl seiner Heiligkeit des Papstes, Oberhaupt von 22 Millionen Katholiken, sitzt ab heute eine Frau. Ja, und jetzt haben wir es große Vergnügen, dass wir uns im Studio begrüßen. Maria Becker, Applaus für Sie. Frau Becker, aufs Stück zu sprechen, das ist ja kein Angriff gegen die katholische Kirche, das ist ja nicht gemeint, sondern es wird da die These vertreten, dass der Mensch im Prinzip nicht fähig sei, Freiheit zu ertragen und dass er Sehnsucht habe nach einer freiwillig gewählten Unterwerfung. Ja. Wie weit identifizieren Sie sich denn persönlich mit dieser Aussage? Ja, es ist immer sehr schwer, wie weit identifiziert man sich überhaupt als Schauspieler mit einer Rolle. Ich meine, wenn ich eine Mörderin zu spielen habe, wie weit identifiziere ich mich mit einer Mörderin oder einer anderen Figur? Natürlich identifiziert man sich bis zu einem gewissen Grad. Ich bin auch der Meinung, dass Esther Villar in diesem Stück sehr viele wesentliche Dinge, die einen heute sehr wohl treffen können, gesagt hat. Aber wie weit ich mich identifiziere, das verrate ich Ihnen nicht. Also auf jeden Fall, die Kritiken sind sich einig, es ist eine großartige schauspielerische Leistung. Ich kann mich dem nur anschließen. Danke. Sie spielen ja nicht nur die Rolle der Päpstin, sondern Sie halten als Päpstin eine Rede. Sie fließen da richtig mit ein. Ist das... Wie weit kann man denn da überhaupt noch Distanz halten zum Inhalt? Ja, man kann das. Man kann durchaus Distanz halten zum Inhalt. Ich will aber damit nicht sagen, dass ich mit dem Stück nicht einverstanden bin. Im Gegenteil, ich finde es ein ganz wichtiges Stück. Ich finde, es ist eines von den modernen Stücken, die sich wirklich ganz lebendig einmal mit einem Thema auseinandersetzen, was eigentlich jeden Menschen angeht. Und ich glaube, der ungeheure Erfolg, den es hat, also die Leute
was ja immer sehr angenehm ist, strömen ins Theater. Das ist wohl ein Zeichen, dass das Thema interessiert. Denn das kann nicht allein auf die schauspielerische Leistung zurückzuführen sein. Und das ist, es ist eigentlich kein Monolog, wissen Sie. Es ist schon ein Theaterstück. Es ist eine Ansprache, eine Fernsehansprache, aber es ist trotzdem ein sehr dramatischer Vorgang. Und es nimmt am Schluss eben auch eine sehr unvorhergesehene Wendung. Aber trotzdem, Sie sprechen den ganzen Abend allein da auf der Bühne. Wo liegt denn da die Herausforderung eigentlich? Oh, das ist eine ungeheure Herausforderung, wissen Sie. Der Ralph Richardson hat mal gesagt, unser Beruf bestehe darin, der Beruf des Schauspielers bestehe darin, dass man die Leute 2 Stunden daran verhindert zu husten. Also in diesem Sinne, man muss sie interessieren, man muss eine, ich sage immer, das Theaterspielen ist eine telepathische Kunst. Man muss also eine Art Gedankenbogen herstellen zwischen dem Publikum und sich selber. Und das ist etwas unglaublich Faszinierendes und Interessantes. Ich habe ja auch gelesen, das sei einer Ihrer Höhepunkte in Ihrer Karriere. Kann man das so bezeichnen? Würden Sie das auch so sehen? Ja, es ist in gewissem Sinne ein Höhepunkt, weil es eine solche ungeheure Herausforderung ist. Im Übrigen spiele ich ja das Stück nicht alleine. Es ist ja Pater Jonathan in Person von Michael Rittermann auch auf der Bühne. Und das spielt eine wichtige Rolle, dass ich nicht ganz alleine da bin, sondern meinen ehemaligen Beichtvater bei mir habe, der zwar keinen Text hat, aber trotzdem eine sehr wichtige Figur verkörpert. Jetzt haben Sie, wenn ich da die lange Liste der Rollen Ihrer langen Karriere schon durchgelesen habe, schon so ziemlich alles gespielt, was an wichtigen, sehr wichtigen klassischen Rollen zu spielen ist. Modernen vor allen Dingen auch, denn wir haben ja hier alle modernen Stücke, die man in Deutschland nicht spielen konnte, Sartre, Giraudoux, Thornton Wilder, die Uraufführungen fanden ja hier statt. Also Edward Albee, das habe ich allerdings in Berlin, die Uraufführung davon gespielt. Also ich bin durchaus nicht nur eine Klassiker-Schauspielerin. Und wo liegen denn, nachdem Sie das alles schon gespielt haben, wo liegen jetzt die Wünsche für die Zukunft? Ein Wunsch ist jetzt schon in Erfüllung gegangen. Ich spiele im Herbst mit meiner eigenen Truppe, die Schauspieltruppe Zürich, die ich zusammen mit Robert Freitag leite, spiele ich ein Stück von Pavel Kohut, Maria kämpft mit den Engeln. Das ist auch ein Stück, ein modernes Stück, das sich mit einem ganz wichtigen Thema auseinandersetzt, nämlich dem Thema, wie verhält man sich in einer Diktatur? Versucht man dagegen anzukämpfen oder passt man sich an? Was ist der richtige Weg? Und das halte ich auch für ein ganz wichtiges Stück. Und wenn jetzt ein junger, neuer Autor für die Becker was schreiben möchte, was wäre dann die Thematik, die Sie sich speziell wünschen? Eine können? Thematik, die unsere Zeit betrifft. Nicht so sehr eine Thematik für eine Person. Ich meine, das Stück von der Esther Villar ist ja auch nicht eigentlich eine Thematik für eine Person, sondern eine Thematik für unsere Zeit. Und das halte ich für so wichtig, dass man sich mal mit den Themen, ich kann Ihnen jetzt so aus dem Hut keines nennen, aber mit den Themen befasst, die uns heute wirklich angehen, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Darüber ein Stück zu schreiben, das halte ich für sehr wichtig. Also Sie sind ja dem heutigen Kulturbetrieb nicht unbedingt sehr wohlgesinnt. Heißt das jetzt unter anderem auch, dass die Stücke da nicht mehr so die richtigen Nein, sind? Nein, das kann man nicht sagen. Was meinen Sie mit dem heutigen Kulturbetrieb? Das ist ein weites Feld. Ja, also ich kritisiere gewisse Zustände, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass kein Theater in der ganzen Welt sich so hoher staatlicher Subventionen erfreut, wie das Theater im deutschen Sprachraum, inklusive der Schweiz. Nicht? Und dass man damit natürlich, kann man natürlich ungeheuer viel tun. Aber gleichzeitig finden Sie das, also ich habe das gelesen in einem Interview in einer Zeitung, Sie finden das nicht so gut, dass da einfach so hoch subventioniert wird? Nein, das habe ich bestimmt nie gesagt. Ich habe mich dann sicher nur darüber geäußert, wie damit umgegangen wird. Nein, die Subvention der deutschen Theater ist etwas sehr begrüßenswert und wir werden in der ganzen Welt von den Kollegen darum beneidet. Es ist nur eine Frage, wie wendet man das Geld an? Und da das hat vielleicht meine Kritik
hervorgerufen. Ja. Gehen wir jetzt noch in die nähere Zukunft. Sie spielen die Päpstin noch bis wann? Ja, es wird darüber gesprochen, dass die Aufführung verlängert werden soll, weil eben der Erfolg so groß ist. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich bin auch sehr glücklich, dass durch die Präsidialabteilung der Stadt Zürich das überhaupt ermöglicht wurde. Denn das Hechtplatztheater ist ein besonders dafür geeigneter Ort, Spielort. Und das Weil es sehr intim ist, ja. Und man hat jetzt mich gefragt, ob ich es noch weiterspielen könnte in den April hinein. Und ich habe mit großer Freude zugesagt, weil ich finde eben auch, das Zürcher Publikum ist so unglaublich aufgeschlossen und lebendig. Und es ist ein, also Sie haben ja gesagt, Sie haben die Vorstellung gesehen. Da haben Sie ja sicher auch bemerkt, wie lebendig die Menschen mitgehen. Das kann ich nur bestätigen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, noch zu uns zu kommen. Sie müssen Dankeschön. Ja jetzt gleich wieder ins Theater ja. Und toi, toi, toi für Dankeschön. Die Zukunft. Dankeschön. Wir machen den Abschluss mit Musik aus Südamerika, Barbosas de Paraguay. Da drin ist der Name vom Gründer enthalten, Agustin Barbosa. Er ist ja schon der Gründer von der legendären Los Paraguayos. Leider sind zwei von diesen drei unterdessen gestorben und er hat jetzt eine neue Gruppe aufgetan. Der Titel, den er singt, Viva la Vita, das ist eins, Es lebe das Leben, das ist eins von seinen allerersten Liedern, die er überhaupt komponiert hat. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen und einen schönen Abend. Viva la Vida! El amor. Mi vida amando es la dulce clave de la soñada felicidad. Pero quien no ama tal vez no sabe que antigua y simple es esta verdad. Con toda la alma les digo vengan feliz y alegre no cuesta ser. Pues sus pesares nos entretengan todo en la vida y a mal querer. La vida es bella. Viva la vida, amar es bello, viva el amor. Con una alegre rama florida, la sombra espanto de mi dolor. Cantemos todos, viva la vida, cantemos siempre, viva el amor. El canto eterno que no se olvida. Viva la vida, viva el amor. Por presurosa que sea la vida, siempre nos deja tiempo de amar. Y así quien ama vive y olvida las espinitas de su pesar. De nuestros labios brote la risa como la espuma de esta canción. Las penas caigan como ceniza del fuego alegre del corazón. La vida es bella, viva la vida. Amar es bello, viva el amor. Con una alegre rama florida. La sombra espanto de mi dolor. Cantemos todos, viva la vida. Cantemos siempre, viva el amor. El canto eterno que no se olvida. Viva la vida, viva el amor.